Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Blau Kaizu. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Eine gute ist, ich habe mir per Zufall, ohne dass ich es gewollt habe, ein Porygon gefangen in der Safari-Zone. Ja. Einfach die falsche Taste gedrückt, einen Ball geworfen und zack, drin war's. Eine schlechte Nachricht ist, ich habe keine Zähne gefunden. Ich habe zwar noch Items gesehen, aber da komme ich nur mit Surfer ran. Und ich komme nur dahin, wenn ich surfen kann, und ich kann nur surfen, wenn ich in die Arena komme. Und wir waren ja noch nie in der Arena von Fuxania City und auch nicht im Pokémon Center. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Wir können hier fliegen. Wir können nach Fuxania City fliegen und da sind wir dann hier. Boah, bin ich durchgedreht, dass ich das gesehen habe. Ich dachte immer, man muss im Pokémon Center gewesen sein, dass das geht. Ja? Ey, das ist... bin ich beinahe durchgedreht. Aber gut, wir wissen jetzt immerhin, wie es weitergeht. Vermutlich brauche ich dann wirklich den Surfer, um die Goldzähne zu bekommen. Aber das kommt ein andermal. Bla bla bla. Seine Zähne sind jedoch falsch. Ja, wissen wir. Er hat viele Pokémon-Daten auf dem PC. Hast du sie gesehen? Nein, habe ich nicht. Warst du bei Bill? Er ist mein Enkel. Pokémon zusammen war immer sein Traum gewesen. Ja, doch, da waren wir. Okay, dann kämpfen wir jetzt gegen Koga und alle seine Gefolgsleute, die theoretisch mit Gift-Pokémon kämpfen müssten. Ich nehme trotzdem Diktri nach vorne und nicht mein Hypno, weil man weiß ja nie. Wir können jetzt immerhin immer dahin fliegen, ja. Das ist kein Problem. So, und wir werden jetzt alle diese Typen in den Boden stampfen. Shit, Level 54. Und Gott sei Dank sieht man hier die Wege, wollte ich schon sagen. Ach so, ich muss nochmal zurück, weil der Typ mir entgegengekommen ist. Aha. Ja, hier sieht man die Wege. Hier ist es fair. Hier ist es echt fair. Hier sage ich auch überhaupt nichts dagegen. Nö, unfair. Nee, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Und Slymog. Erdbeben. 54 für Diktri. Ja, ich will alle Trainer mitnehmen. Dann nochmal zurückgehen, um mich zu heilen. Und, es hat sich nicht selbst in die Luft gesprengt. Hätte ich erwartet, aber meinetwegen. Und dich hasse ich. Shit, es reicht nicht mal. Ich sagte, dich hasse ich. Blödes Pantimos. So, dann du hier. Lass mich raten, diese Arena ist riesig. Ja, nein, vielleicht. Bestimmt, wir werden es gleich sehen. Erstmal Erdbeben. Nein, jetzt schläft mein Diktri und ist kaputt. Okay, Tauboss, los geht's. Bam, du kannst immerhin fliegen. Eine starke Attacke, die zum Durchspielen ganz okay ist. Ah ne, die Arena ist doch nicht so groß, wie ich befürchtet habe. Ich glaube, die ist normal groß. Dann habe ich ja jetzt hier kein Problem. Schaufler erstmal. Ja, und die Pokémon sind einigermaßen auf demselben Level wie unsere. Das ist in Ordnung. Außer Koga hat dann wieder ultra starke Pokémon, was mich nicht verwundern würde. Ah, reicht noch nicht ganz aus, aber jetzt der Surfer reicht aus. Und was gibt's noch? Ein Nidoqueen mit Surfer, auch kein Problem. So, gut. Dann noch du hier und dann werden wir schon bald bei Koga, würde ich sagen. Hydropumpe, weil ich ja eh nochmal zurück muss, um mich zu heilen. Ich habe jetzt hier nichts zu verlieren. Donnerwelle, kacke. Der Body Slam reicht aus. Und dann Apollo. Okay, auch da dürfte eine Hydropumpe, wenn sie dann trifft, guten Schaden machen. Wenn es dann trifft, ja, trifft. Und ich bleibe immer noch drin, weil ich nichts zu verlieren habe. Surfer. Shit, das war dumm. Komm. Nehmen wir Glurak, das Level 60 erreichen müsste, bald mal. Und Flammenwurf und das war's. Ne, noch nicht Level 60, aber ist egal. Ja, nun könnten wir zu Koga gehen. Aber wir gehen uns erstmal heilen, weil ich weiß nicht, was mich da erwartet in diesem Kampf. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Wir sind schon oft genug down gegangen in diesem Let's Play und deswegen müsste es nicht nochmal sein. So, heilen, zack, super. Und überlegen.
Mit was wollen wir beginnen? Ich bin wirklich versucht, es mit Hypno oder mit Glurak zu beginnen. Obwohl Glurak ist, je nachdem, was für ein Pokémon kommt, nicht die beste Wahl. Ich glaube, der hat einen, also im Normalfall hat der einen Omot, einen Slimog, einen Smogmog. Alles Ock-Pokémon fällt mir gerade auf. Smogmog, Slimog, Omot. Ja gut, das ist kein Ock, aber ein Ott. Und was noch? Was noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, komm. Ich nehme an die erste Stelle Taubos. So. Fuffa! Ein Kind fordert mich heraus? Also gut, ich zeige dir die Kraft eines Ninjas. Also mal Gegengifte bereit. Ich werde keine Gnade zeigen. Gegengifte habe ich keine. Shit! Uncool. Okay, er hat 6 Pokémon. Und er beginnt mit einem Omot. Alles klar, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Level 59, okay, eventuell sollte ich noch ein bisschen trainieren. Aber das erste Vieh ist kaputt. Und als zweites ein Smogmog. Wir bleiben bei Fliegen. Da sehen wir auch gleich, was das Vieh einsetzt. Donnerblitz, scheiße. Sehr kacke. Okay. Aber eventuell reicht die nächste Attacke mit Fliegen, um auch Smogmog scheiße zu besiegen. Reicht aber nicht. Shit. Okay, dann nehmen wir ein schnelles Pokémon, Dictree. Und Schlitzer. So, zweites Pokémon besiegt. Und Nummer 3 wäre dann, ja gut, Nidoking. Das kriegen wir hin, obwohl das Vieh einen 5 Level höheren Level hat als wir. Ja, das klang super. Dann Sazenia. Erdbeben. Reicht nicht ganz aus. Rasierblatt, shit, das tut weh, das tut weh, das tut weh und das war ein Volltreffer. Scheiße. Glurak, Flammenwurf. So, drittes Pokémon erledigt, nee, viertes sogar schon. Das kriegen wir hin. Und dann Gengar. Feuersturm. Müsste halbwegs guten Schaden machen. Ja, reicht leider nicht ganz. Shit, und der kann auch Donnerblitz. Ja, leck mich doch. Aber ich bin nicht paralysiert, das ist gut, deswegen Flammenwurf. Und nun kann ich mich voll und ganz auf das letzte Pokémon konzentrieren. Tentoxa, meinetwegen. Schlitzer. Gut, aber wir haben immerhin noch, ja, wir haben noch Bisaflor und Hypno. Ich würde sagen, Hypno darf das erledigen. Und zack, das war's. Ja, Koga war jetzt überhaupt kein Problem. War jetzt echt gar kein Problem. Hier, nimm den Sumpforden. Ne, den Seelenorden. Sumpforden kommt später. Bla bla bla. Toxin. Ja, brauchen wir nicht. Kann schon unser Bisaflor. Ja, er war jetzt kein Problem. Also das war jetzt auch nicht so Kaizo-like. Aber gut, ich habe nun eine ungefähre Idee, wo ich hin könnte. In der Safari-Zone, aber nur eine ungefähre. Ja. Aber, ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Soll ich jetzt schon irgendwo anders hin? Oder soll ich wirklich versuchen, die Goldzähne zu finden? Ich glaube, wir werden versuchen, echt die Goldzähne zu finden. Ja. Was anderes ist ja eigentlich Schwachsinn. Wenn wir schon mal hier sind. Wobei, ja, doch, komm. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. Eventuell finde ich sie sogar mit euch zusammen. Das wäre natürlich noch besser. Bla, 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 bla. Ja, ja, ja. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung. Oh Mann, ich hätte mir noch den kaufen sollen. Schutz. Aber habe ich natürlich vergessen. Aber eventuell schaffen wir es ja doch noch ein Chanera zu fangen oder ein Dragonier. Ist mir bisher nicht gelungen. Ich habe es ab und zu versucht, wenn eins aufgetaucht ist, aber keine Chance. Keine Chance. Ja, Dratini haben wir. Dratini haben wir noch gar nie angesehen, verdammt. Sollten wir auch noch tun. So, dieser Weg müsste so oder so stimmen. So oder so. Und dann hier. Ja, und dann da oben. Das müsste auf jeden Fall mal stimmen. Eine andere Möglichkeit gibt es, glaube ich, im Moment noch nicht. So, wir versuchen mal das Drago hier zu fangen. Ja gut, dann halt nicht.
Ich überlege gerade, wo ich das Ding gesehen habe. Blödes Aerodactyl. Wo habe ich dieses Item gesehen? Ah! Chansey, weg. Verdammt. Ja, dann glaube ich, da hoch. Ja, ja, ja. Mein Gott. So, hier durch. Und dann hier runter. Und dann, shit, ich glaube hier weiter. Ich hoffe, ich brauche nicht auch hier alle Schritte, um dahin zu gelangen. Ansonsten wäre ziemlich blöde. Ja, wenn ich jetzt echt noch einen Scharnierer fangen könnte, wäre ich echt froh drum. Wäre ich echt froh, aber... shit, da rechts könnte ich surfen. Aber... nein... ich weiß nicht. Ja, ich habe mich, wie gesagt, extrem lange umgesehen hier drin. Echt, ich kenne das Ding jetzt quasi auswendig. Nee, nee. Wer jetzt das geglaubt hat, der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Der im Übrigen bald kommt. Ja, wenn ich so auf das Datum blicke. Ja, ich nehme viel im Voraus aus, weil ich jetzt mehr als genug Zeit habe, eigentlich, um Let's Plays zu drehen. Aus einem nicht so ganz guten Grund, aber... das lassen wir jetzt mal offen stehen. Ah, das verpisst sich auch wieder. Ja, deswegen habe ich jetzt in den letzten paar Tagen... zweieinhalb Projekte aufgenommen. Also eine Menge Stuff für euch. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ja, wer weiß, wann ich das nächste Mal dann wieder wirklich Zeit habe. Deswegen, ja, mache ich das jetzt. Dann hier und dann hier. Bis hierher war es ja richtig, um Surfer zu finden. Mann, ich verfehle das Pokémon. Möchte es haben. Möchte es haben. Verfehlt. 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 Ey, das gibt's nicht. Warum treffe ich dieses Vieh nicht? Das Vieh ist relativ dick und groß. Also ein Pokéball werde ich dem dann wohl noch an den Kopf werfen können. Naja, offensichtlich nicht. Also jetzt. Jetzt würde ich gerne einen Safe State setzen. So, und dann möchte ich mal hochgehen. Ja, Geowatz, leck mich. Nochmal eines, komm schon. Diesmal holen wir uns das Vieh natürlich auch nicht. Ein Simsal habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ansonsten alle Tausch-Pokémon, die gibt es hier. Machomai. Wie gesagt, Simsala fehlt noch. Gengar habe ich gesehen. Fehlt noch eines? Ne, ich glaube, das waren die drei, die man tauschen musste. Ah, leck mich doch. Warum kann ich das Vieh nicht? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, Scharnierer wurde gefangen. Sorry, falsche Taste. Vor lauter Freude. Okay, cool. Okay, cool. Das ging jetzt schnell. Gut. Aber das heißt natürlich, ich darf den anderen Safe State nicht laden. Ansonsten ist es wieder weg. Ah, ich mache jetzt einen neuen. So, damit wir es ganz bestimmt haben. Wie gesagt, ich werde nicht damit kämpfen, aber es ist halt selten und es ist so eine kleine, minimale Befriedigung für mich, wenn ich denn das gefangen habe. Tauros werde ich vermutlich nicht fangen können, weil das ist, glaube ich, noch eine Stufe schlimmer. Im Original fand ich das ungefähr gleich schlimm, die beiden zu fangen. Wo gehe ich eigentlich lang? Ich weiß es nicht. Immerhin haben wir einen Chansey. Warum nicht? So Billikat will ich nicht haben. Und soll ich Chansey trainieren? Ich... nein, ich glaube nicht. Verdammt nochmal, wo gehe ich hin? Weiß es nicht. Kommt hier jetzt irgendwo mal Wasser? Weil es sieht so richtig aus eigentlich. Eigentlich. Weil der Weg ist recht verwinkelt und lange. Deswegen könnte man sich denken, oh, das könnte eigentlich soweit stimmen. Wisst ihr was? Ich fange doch noch ein paar Pokémon. Beziehungsweise ich versuche es. Ich brauche ja noch ein paar. Weil die VM Blitz hätte ich dann doch gerne, wenn ich ehrlich sein soll. So, und jetzt. Ich gehe mal hier durch, weil da geht es auf jeden Fall weiter. Da unten weiß ich es ja nicht. Shit. Nochmal ein Safe State.
So, und nun? Da ist Wasser, da ist Wasser. Aber ich möchte noch nicht surfen. Nein, ich habe ja den Safe State. Ich weiß, der Part dauert zu lange. Shit, ich möchte ja Pokémon fangen, habe ich gesagt. Ah, das verschwindet auch immer sofort. Das habe ich. Das habe ich. Was ist das da? Wie viele Schritte habe ich noch? 36. Okay, dann lasse ich es mal noch. Ich gehe mal hier rüber. Und versuche mal, hier zu surfen. Bringt mir das überhaupt was? Bringt mir das überhaupt irgendwas? Wir sehen es gleich. Nein, jetzt habe ich... Oh, verdammt nochmal. Da habe ich Schaufel eingesetzt. Moment. So, sorry. Das war dumm. Das war sehr dumm. Einfach das Falsche eingesetzt. Ah, jetzt habe ich... Jetzt bin ich hier lang gegangen. Jetzt bin ich hier lang gegangen. Hier geht's nicht weiter. Okay. Dann vielleicht... Ah, wieder greife ich mich was an. Dann vielleicht doch da oben. Ich versuche jetzt echt mal, hier rüber zu surfen. Eventuell bringt es mir was. Ich habe noch 59 Schritte, die ich gegen... Nein, jetzt habe ich wieder das Falsche eingesetzt. Ficken! So, jetzt aber ein bisschen vorsichtig sein. Würde ich behaupten. Ansonsten ist das ein bisschen doof. So, jetzt. Turtok. Und surfen. So. Nützt mir jetzt das was? Ich weiß es nicht genau. Ich gehe mal hier hoch. Und, da oben ist nochmal eine Wasserstelle. Da komme ich sogar hin, würde ich behaupten. Da oben wäre auch eine Wasserstelle. Ah, zu viele. Zu viele. Aber ich nehme mal diese hier. Noch 26... Nein! Ich krieg echt die Krise. Ich krieg echt die Krise. Warum drücke ich verdammt nochmal immer das Falsche? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich bin mir nicht gewöhnt, dass, ja, mein Turtok Schaufler beherrscht. Aber jetzt will ich dann bitte vorsichtig genug sein. Wäre ich echt froh drum. Und alle diese Pokémon, die verschwinden sofort, wenn man sie mit Steinen bewirft. Ja, alle. Naja. Auch das hier. Nö, das... Okay, zwei Steine hält das auch nicht aus. Das hier. Ich verfehl's. Und dann verpisst es sich. So, ein Stein, zwei Steine und werfen. Verfehlt. Dritter Stein. Und es ist weg. Okay, jetzt hier surfen. Und jetzt vorsichtig sein. Surfer. Danke. Shit, das war nix. Da komme ich nirgendwo lang. Vielleicht hier. Vielleicht hier. Wir sehen es gleich. Nee, hier auch nicht. Was zum Teufel? Warum auch nicht? Wo muss ich dann lang? Was ist das für ein Item? Ist das der Spukball, den ich schon mal gesehen habe? Ja, ich kann es mir nicht mal... Oh, fick dich, Spiel. Ah, Safe Set laden. Okay, gehen wir halt mal... Ich weiß doch auch nicht, wohin. Weiß auch nicht, wohin. Hier rüber. Ah, das verpisst dich sofort. Gehen wir halt auch mal darunter. Könnte ja funktionieren. Warum verfehle ich die Pokémon immer? Ich weiß es nicht. Kangama habe ich. Nee, hier durch geht's gar nicht. Shit. Shit, 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 shit. Ich gehe den falschen Weg. Ich gehe den falschen Weg. Ja, ich gehe den falschen Weg. Ah, oh, Menno. Menno. Nee, das wird nichts. Das wird wieder nichts. Ich werde das wieder offscreen machen müssen. Ansonsten dauert das zu lange. Außer hier geht jetzt noch irgendwie ein cooler Weg lang. Ja, da geht noch ein cooler Weg lang. Aber ist hier Wasser? Nee, ist schon wieder zu Ende. Fuck. Verdammt nochmal.
Hast du etwas gefangen? Ja, Leute, das bringt so nichts. Ich werde hier schneiden und dann sehen wir uns wieder bei den Goldzähnen, falls ich das irgendwann mal finde, ja? Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Pokémon Blau Kaizu. Macht's gut, tschüss. Ja! Ja, da sind sie endlich! Die Goldzähne! Oh mein Gott, Leute! Wie lange habe ich jetzt danach gesucht? Ich habe sie endlich gefunden und noch 17 Schritte übrig. Wow, und was mir auch noch gelungen ist, genau ein Dragonier zu fangen. Vielleicht kommt jetzt noch was anderes. Wer weiß. Ich werde jetzt diesen Erfolg gleich noch an das andere Video anhängen, dass ihr euch nicht wundert. Und ja, das war's. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben die Goldzähne. Aber erstmal möchte ich noch ins Pokémon Center gehen. Und uns Dratini ansehen. Mich würde interessieren, was es so kann. Wir legen mal Tauboss ab. Und wir legen mal Turtok ab. Und dann nehmen wir mit Dragonier. Und wir nehmen mit Dratini. Einfach nur, um zu sehen, was die beiden so können. Also mal Dratini. Level 22. Wickel, Donnerwelle, Drachenwut. Naja, geht. Und Dragonier kann dasselbe. Okay, uninteressant, danke. Dann bleibe ich lieber bei meinen Pokémon. Eventuell würden sie ja noch irgendwas Cooles lernen, aber... nee. Nee, ich bleibe bei meinen Pokémon. Die da wären... Turtok. Und die da wären... Tauboss. So, stimmt unser Team wieder? Ja, müsste so stimmen. Das Schwächste nehme ich mal nach vorne. 55, 57, 56, 59, 55. Ja, das passt schon so. Und dann werde ich noch zu diesem Wärter hingehen, der seine Zähne vermisst. Einfach nur, damit ich beim nächsten Mal weiß, was zu tun ist. So, nee, du bist es nicht. Du hast mir die Angel gegeben. Sondern du bist hier drin. So, ich werde mich jetzt hier auf den Stuhl setzen. Auf den Stuhl setzen und sagen, Leute, das war's erstmal für heute mit Pokémon Blau Kaizu. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.